Was ist denn hier hinten? Darf ich hier rein? Mhm. Okay. Unspektakulär. Komm da runter! Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Kater nahm bei ihren Raubzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester. Komm da runter! Mutter, sofort! Oh, das könnte dir so passen, ich was? Dass ich runterfalle! Ich will, dass du da runterkletterst! Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe! Gut! Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach! Ja, mach ich! Okay. Jack der Kletterer. So heiße ich nicht. Sollte ich. Man weiß ja nie. Vielleicht sorgt die Ausgestoßene für eine Überraschung. Immerhin hat Ross sie trainiert. Okay, Ross. Bei der Erprobung war ich nüchtern. Hätte klappen können. Okay, du bist offensichtlich durchgefallen. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort. Starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Das da ist der Metallteufel. Das Ding da hinten, wo ich versucht oder wo wir versucht haben, vor ein paar Folgen hinzukommen. Das ist der Metallteufel. Also die Geschichte ist ungefähr. Sie lebten friedlich nebeneinander. Mensch und Maschine. Maschine von Mensch erschaffen. Und hat
dann die Maschinen für sich arbeiten lassen. Ne? Ist logisch, ist ein typisches Szenario. Und irgendwann gab es eine übermächtige Maschine. Aloy, hier drüben. Was? Da, irgendwann gab es eine mächtige Maschine. Und komm mal her, ja, Aloy. Gib mir auf den Sack. Und zwar diese da und sie wurde der König, hat dann alle anderen wohl kontrolliert. Aloy, hier. Und die Menschheit verschlaft quasi so eine Art Skynet für Arme oder was? Aloy, hier drüben. Oh, geh mir nicht auf Piss. Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Ja. Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Mhm. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten. Wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ja, quasi so eine Art Skynet, wenn man so will. Geschichte ist natürlich etwas abgewandelt, weil über die Jahrhunderte oder Jahre, ich weiß ja nicht, welches Jahr wir haben, aber über die Jahre oder Jahrhunderte ändert sich sowas natürlich. Das ist dann aus Zeugen werden dann Erinnerungen und aus Erinnerungen werden Erzählungen und aus Erzählungen werden Legenden. Und so sind wir jetzt bei dieser Geschichte gelandet. Immer noch trotzdem mega interessant. Also der Metallkönig, der Metallteufel, Maschinenkönig ist offensichtlich tot, aber ja, wer weiß. Und der wollte dann hier auch alles in Schutt und Asche legen, hat es aber wohl nicht geschafft. Wahrscheinlich ging der Saft aus unterwegs oder so, oder keine Ahnung, was da passiert ist. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. Eine Schleuder und ein Seilwerfer wären, glaube ich, ganz von Vorteil. Die macht auch enorm viel Schaden. Nützlich, um Ziele in Elementzustände zu versetzen und sie so anfällig für nachfolgende Angriffe zu machen. Kostet 70. Aha, hat aber kaum Reichweite. Kann ich aber einfrieren. Guck mal, die haben alle... Diese Lohe-Behälter, ne? Ich vermute mal, dass... Obwohl, nee, wenn es deren Treibstoff wäre, würden die sich ja rein theoretisch abschalten, sobald wir die Dinger runtergeschossen haben. Oder zumindest die Lebenspunkte würden kontinuierlich runtergehen von den Dingern. Weil sich der Rest Treibstoff verbrauchen würde. Die Frage ist natürlich, die haben halt alle diese Lohe-Behälter, nur warum? Das muss Treibstoff sein, weil es brennbar ist. Kriegsbogen, Scharfschussbogen, Kaya-Schleuder. Können wir uns auch leisten. Kosten 15 Lohe. Und 150 Metallscherben. Ich glaube, den würde ich glatt mal nehmen wollen. Der hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Reichweite, wie mir scheint. Ich glaube, ich nehme den mal, wa? Zack. Ist selten. Ausrüsten. Da haben wir die Falle, dann machen wir oben die Schleuder, dann hätten wir noch einen Seilwerfer, um Viecher zu fangen, ne? Okay, die Dinger haut sie von alleine unten rein. Der ist aber auch nur eine gewisse Zeit gefangen, kostet 75, nehme ich auch mit. Und den mache ich dann nach da. Und mehr geht auch nicht. Kriegsbogen oder sowas brauche ich nicht. Outfits hat er auch dieselben. Rohstoffe ist egal. Munition, Schatzkisten. Hä? Wie? Krieg ich schon wieder? Krieg ich jedes Mal. Ich krieg jedes Mal eine Gratis-Probenkiste. Das ist ja schön. Deine Scherben sind immer gern gesehen. Sag doch mal nicht so laut, mein Junge. Ich habe Tutorials und, warte, ich habe zwei Kisten, glaube ich, ne? Ja. Oh, detonierende Sprengfalle. Schön. Und Schnellreisepaket und Lohe. Sehr gut.
Und hier wäre noch eine Schockfalle. Okay. Wir rüsten langsam aber sicher auf. So, Tutorial. Stufe 18 Schleuder. Und Stufe 18 Kaya-Schleuder. Was soll ich denn hier machen? Friere eisanfällige Maschinen mit Eisbomben ein. Okay. Drei Stück. Wie Trampler, Feuer, Brüllrücken und Steinbrecher. Fessle kleine Maschinen. Und Schocke, schockanfällige Maschinen. Okay. Krieg ich hin. Oh, hier gibt's was Neues. Salve für Munitionsbeutel. Können wir vergrößern? Locker flockig. Mach ich mal. Schrupperfall geht nicht. Schleuder mache ich auch. Zack. Sonst geht auch nichts weiter, ne? Nö. Und Munition. Können wir herstellen. Eisbombe. 4 von 6. Und 6 von 6. Und Schockbomben. Machen wir auch gleich. Zack und zack. Fesselseil. Wie viel macht er? Immer 5. Okay. Ah, guck mal. 150 abreißen. Alter, nice. Das ist aber hart viel, ne? Stolperfallen ist alles voll sonst. Okay. Gefällt mir. Ja, die Geschichte war schon interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin... auf die Story bin ich mega gespannt. So, hier ist Tumult. Nicht, dass die hier Ärger machen, die Kaya. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey, erleuchtet, haltet. Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osheram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht das aus, als wäre es an dem kahlen Mann? Wie kannst du der Besucher? Alle tun so, als wären die verfluchten Kaja unsere Ehrengäste. Was bedeutet das? Das macht mich krank. Da eure Nachkommen heute die Reihen eurer Krieger verstärken, Mensch, Irrit. Irrend. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Dass ihr mich bei euch empfangen habt. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind gut ausgerüstet, ne? Sollen wir etwas vergessen, was die Karja unserem Stamm angetan haben? Und ich bete, oh, Mord, er trägt den Kraus. Genau wie meiner. Im Kampf verlieren. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was?
Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nichts für ungut. Dir steht er toll. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Meiner Meinung nach ist der Ton recht unausgepegelt. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Was ist denn das für ein Ton, Alter? Spricht auf einmal durch eine Dose? Was ist da los? Sehr merkwürdig. Die Frage ist, warum hat er auch so ein Ding und was soll das mit der Fehlfunktion? Hat ihm vielleicht jemand ins Ohr gequatscht? Ist es? Wobei, kann das aus der Kriegszeit stammen von den Maschinen, der vielleicht Menschen beeinflusst? Beeinflusst es uns? Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Alter, was ist das für Ton? Was ist da los? Das ist voll... Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Alter, sehr viel Gequatsche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr sieht sehr modern aus, dafür, dass wir so steinzeitalterlich aussehen, ja, so ungefähr. Dann erzähl mir mal was. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha, entführt, ja, aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben.
Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Ich denke, ich komme nach Meridian. Erzähl mir was zu der Störung, bitte. Das klingt interessant. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ja, irgendwer muss sie doch bauen, oder nicht? Ich meine, okay, dass die, sag ich mal, gefährlicher werden, könnten so einen Selbsterhaltungstrieb entwickelt haben. Aber dass da auch neue kommen, die Frage ist, wo kommen sie her? Wer baut sie? Wer stellt sie her? Und warum? Oder, ich habe jetzt schon wieder eine völlig andere Theorie. Ist das vielleicht ein schiefgegangenes Experiment von vor, weiß ich wie, 400 Jahren? Vielleicht so eine Art Programm, das ausgeführt wird, halt, ja, ein Test. Ein Test der Menschheit oder halt ein Test, der halt den Überlebenswillen irgendwie fördern soll, der Menschen, das aber völlig aus dem Ruder gelaufen ist und dann hat die Maschinerie die Kontrolle darüber übernommen oder so. Ich hoffe, ja, wir werden es sicherlich in den nächsten 200 Stunden herausfinden, denke ich. Aber hier noch was zur Störung? Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren. Wenn sie einen, ja. Es war schwer, sie zu jagen, aber okay. Nicht okay. Aber dann kam okay. Jetzt noch ein paar Jahre, okay. Und als ob das noch nicht ausreicht. Okay. Wie der Sägezahn? Okay. Ja, ja, vor 10. Und wie kommt ja. Das ab? Das weiß ja. Niemand. Gut, war nicht ausgelernt. Wie endeten denn die Hauptzüge? Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Sehr gerne. Freibeuter? Piraten? Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Also so eine Art Zwerge aus typischen Rollenspielen. Wenn die Kaja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kaja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Okay. Erzähl mir was zu Meridian. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen?
Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ist mir egal, ich nehme beides an. Ich will's sehen. Ich hätte dann nochmal eine Frage an dich. Frag ruhig. Nö, hab ich nicht. Ich sollte zur Segnung gehen, also ciao. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Sehr gerne. Allah glaubt, sie gewinnt nur, weil ihre Mutter Kriegsherrin ist. Sie sollte das Ganze nicht so leicht nehmen. Alle sagen immer, das Fest war letztes Jahr besser. Okay, also ich muss sowieso gewinnen, weil ich muss suche immer noch Antworten. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst. Kann ich vorher nochmal speichern? Da ist ein Feuer. Also kann ich wohl. Muss ich denn hin? Darüber. Kann ich? Ne, hier kann ich. Wo kann ich denn? Was für ein Talent. Eine Gabe der Uhr. Ich will vorher noch speichern. Wo ist das Feuer? Warte. Da oben. Zur Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, ob wir versagen können und ob sich das dann irgendwie anders entwickelt. Also quasi Quest gescheitert. Aber meistens, weiß ich gar nicht bisher. Wir konnten ja auch nicht auswählen, ob wir eine Quest annehmen wollen oder nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern, nicht nur... Bin gespannt und ein wenig aufgeregt. Und hier ist noch ein Kistelein. Mit ein paar Metallscherben. Okay, nicht der Rede wert. Ah, was wir haben, dann haben wir, wa? Warum geht denn das Feuer hier nicht zum Speichern? Wenn wir so weit rennen müssen. War die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Ich habe ein bisschen Angst. Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Ja, ich bin da. Reden mit Irid. Was? Ach, er hier. Ho! Angst vor Tomaten? Ehrlich, ich dachte, sie werfen mit Steinen. Steine sind viel härter. Den Unterschied spürt man. Wenn du reden willst, sollten wir das nach der Zeremonie tun. Ich möchte hier nichts aufhalten. Oder sonst etwas tun, was die Leute verärgert. Du bist sichtlich verängstigt. Okay, aber dann reden wir nach der Zeremonie, glaube ich. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Wo muss ich denn hin? Darf ich mal durch? Vorsicht. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Vielen Dank. Blasphemie, Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Rust zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht.
Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen.